103. Ich kann nicht umstellen, weil es irgendjemand auf Ding gestellt hat, auf privat natürlich. Wo, was? Bei der Quelle drüben. Ja. Warte. Ja, weil ich es gerade neu platziert habe. Ah, vielleicht backt. Ah, vielleicht muss eins beides setzen. Vielleicht muss eine Person beides setzen, weißt du? Komm du mal her zu Quarry Futur und setz den hier neu. Weil du hast ja den unteren gesetzt. Vielleicht muss eine Person beide Dinger setzen. Weil jetzt habe ja ich Okay. die hier und du die andere gesetzt. Kann auch sein. Aber wir spielen auch auf demselben Server, dann ist es doch kein Problem. Ach, Nein, das ist fuck einfach you. nur gegen Missbrauch. Gegen Missbrauch, ja, gegen euch Lappen, da machen sie solche Scheiße. So, 113 haben wir gesagt. Nehmen wir mal 120. Send and receive. Public. 20 Cent und dann Public. Hier unten. Oh, das kann dauern. So, jetzt hier. Tutor Left left again. again. Ja, ich hab. Geht schnell einer runter, macht das Kabel weg. Ich hab Ding, ich hab ein Disconnect. Ist private. Ja, super. Du kannst aber das Kabel abhacken. Nee. Ah, gut. 120. 3, 1, Was würde passieren, wenn ich privat, jetzt runterfallen würde? public. Nichts. Mein Hinterbackup. 120. So, ja, jetzt endlich, es funktioniert wieder. Jo, hier kommt was durchgeschissen. Aber ist ja eigentlich überall Wasser beim Ding. Bei der Quarry. Damit Weil es, es so wenn Lava muss. kommt. Aber irgendwas habe ich noch verkackt. Gut, die Kurve geht jetzt nicht so schnell, also das Ding geht nicht so schnell leer, die MFE. So, siehst du, jetzt haben wir alles schön unterirdisch und das ist schön, jetzt kann jeder da durchlaufen. Und man sieht's nicht. Warum hast du es verkackt? Ja, aber dann kann ich ja mit der Technik gar nicht mehr angeben. Hast du sowieso nehmen. So, na ja, gut, ich hatte es erst. Alter, wie schnell das jetzt dann gleich geht. Was machst du da? Muss das noch irgendwie da rauskriegen. Hast du doch gerade gehabt? So, dass die Leute auch was sehen. Brauche ich jetzt da mehr Strom? Ach du Scheiße. Hast du das gerade alles darüber? Ja. Ja, das Ding geht dann ab. Aber es verbraucht nicht mehr Strom, es geht einfach nur schneller. Naja, wir haben doch gesagt, wir wollen es in Scrapboxen noch umwandeln vorher. Ja, das können wir später vielleicht noch irgendwann Das machen. bauen wir unten drunter und dann nach oben. YOLO jetzt. Ja, jetzt nicht. Das nächste Folge. Ich hab gesagt, ist mir YOLO jetzt. Ja. Da könnte das Scheißding jetzt mal bitte ein Scrap produzieren, damit ich sehe, ob es funktioniert. Hey, das schießt doch schon rüber. Dauernd, deswegen. Nein, es schießt nichts rüber. Kann nichts rüber schießen. So. Hat das Scheißding jetzt ein Scrap? Ja, jetzt hat es eins. So, und jetzt hier ist Kabel drauf. Und das Scrap ist weg. Perfekt. Und es geht jetzt direkt darüber. Wunderbar. Alter, wie geil ist das denn? Und habt ihr das Vertrages Transformer upgrade ich auch High Voltage. So, jetzt habe ich aber keine Steine mehr. Aber unsere Energie leert sich jetzt eigentlich schon fast mit einem angenehmen langsamen Tempo. Ja, da muss ich noch was dran drehen. Das ist mir noch nicht gut genug. So. Ist ja mit dem Boden auch noch gefixt. Fast. Oh, ich habe hier noch Ding. Dirt. So. Jetzt ist unser Keller so gut wie fertig. Was machst du da? Warum hast du eine zweite MFE? Energiespeicher wolltest du upgraden. Upgrade that shit. Upgrade that shit. So, die linke läuft leer, die rechte läuft auch leer. Fuck. Ja, lass mal kurz hier Cut machen. Nein, nein, nicht die Query cutten. Doch.
Wenn wir was cutten, dann das hier. Warum die Quelle? Die pumpt ja eh ohne Ende. Die, ja, linke, wird ja nicht mal annähernd voll. Irgendwas pumpt. Irgendwoher kriegt er noch Strom? Nee, kann er gar nicht. Der piept einfach immer weiter, das habe ich auch schon gemerkt. Der piept immer weiter. Aber warum zieht das Ding so leer? Ja, es ist heftig. Jetzt machen wir hier weg. Ich lass die erstmal füllen. Irgendwas? Füllt immer noch nicht. Oben läuft bestimmt irgendwas. Unser System braucht nur 25 EU-Pratik. Laufen oben Maschinen. Ich weiß, was es sieht. Markus lädt Labback und Mining Laser auf. Jetzt ladet er nichts mehr auf, so. Nein! Die Ladestation, die muss voll werden. Lass doch jetzt mal das Kabel weg. Markus ballert schon wieder mit Laser. Nein, oben, das ist wichtig. Foto, scheiß doch auf das da unten. Das da oben muss voll sein, damit Markus mit seinen Lasern ballern kann. Scheiß doch auf Markus. Nicht so viel ballern, Markus. Das ist zu viel Energieverschwendung. Ein Schuss pro Block ungefähr. Und ganz nah ranfliegen, dann ballert du mehr. Markus macht bestimmt wieder Dauerfeuer, der Noob. Warum ja, gut? Aber es macht so Bock, mit dem Ding zu spielen. It's time to laser! Alter, machen wir hier Terraforming. So was nennen wir heutzutage Terraforming. Nichts mehr so irgendwie harmlos hier irgendwas. Juhu! Erst bevor Markus wieder das Ding hier leer sackt, lade ich mal meine Sachen auf. Ich gehe direkt an die Quarry, also an die Ding unten ran. Nee, das geht hier oben an der Ladestation viel schneller, Futur. Ich habe eh nicht viel. Und vor allem kannst du mehrere Sachen auf einmal laden. Ich habe hier unten zwei Ladestationen, ich habe zwei Sachen zum Laden. Du musst also zwei verschiedene Sachen anklicken. Wir haben eh keine Energie mehr, die sind leer. Ja, nee, oben ist noch massig Energie. Weil ich habe oben einen extra Speicher für unsere Dinger, damit wir immer Strom für die Werkzeuge haben. Mal aufhören, hier unsere Werkzeuge in den Strom zu unterbrechen. Jetzt muss man mir das wieder anschließen, ich habe genug Strom. So, Power. Power. Unsere Werkzeuge. Nein! Solange wir nicht Energie haben, läuft das Ding hier nicht. Ganz einfach. Boah, war halt gerade ein Leck. Ja, hier war gerade ein Leck. Nö. So, die also die Lava langt. Also 9 Stück kannst du locker betreiben mit einem. Ich könnte nochmal unten nochmal 3 anbauen, dann hätten wir 12. Alter, wie die Quarry abgeht, ihr müsst euch das mal angucken. Ich glaube, irgendwann mehr Tempo drauf hat. Ja, und wir haben hier inzwischen so Wasserberg. Ich sag ja, das breitet sich aus. Alter. Vor allem, weil wir sind immer noch am Anfang vom Berg. Also da muss ich irgendwann mal außerhalb der Aufnahme, wenn die Quarry fertig ist, da oben den Wasserblock abbauen, weil das dauert dann fast 10 Minuten, bis dann nämlich das Wasser weg ist. Mindestens, wenn es überleg mal, wie weit es da runter geht. Ich bohr mal runter, wie weit ich runterkomme. Bis ungefähr Layer irgendwas zwischen 12 und 0. Bedrock. Ja, ich will nur gucken, ob da unten irgendwie geiler Scheiß ist. Wird die Quarry schon finden, wenn da geiler Scheiß ist. Jetzt will ich hier gerade gucken. Von unter Wasser sieht die Quarry noch gleich viel cooler aus. Aber ich sollte mal wieder atmen. Ich höre hier unten Wasser. Ah, da ist tatsächlich Wasser. Oder ist es dieser mega Wasserberg von unserer Quarry? Nein, das ist wahr. Aber gut, unten gibt's Redstone. Ja. Also Redstone findet man eigentlich immer mit so einer Quarry. Ich glaube, wir finden alles mit der Quarry. Nein. Emeralds vielleicht nicht. Dafür müssten wir eher. Alter. Wobei, das hier könnte Holy Mountains sein, weil dieser Berg hier so komisch ist. Es könnte tatsächlich sogar sein, dass wir hier einige Emeralds finden, weil das Holy Mountain Gebiet sein könnte. Ah, okay. So. Also das haben wir, die Versorgung haben wir. Ich glaube, die Folge ist auch gleich aufgefallen. Ja, Rohstoffversorgung, glaube ich, ist damit genehmigt. Scrap Metal haben wir, dann können wir auch Meta dann produzieren, ohne Ende. Es dauert einfach schon Jahre, bis dieser Berg allein mal weg ist. Und dann brauchen wir nur mehr Energie eigentlich für die nächste Folge. Ein paar Solargeneratoren? Bisschen saubere Energie machen? Nein, nichts saubere Energie. Dann Atomkraftwerk. Das können wir auch überlegen. Hast du noch ein paar von den... Warte mal, die klaue ich einfach von den oben, da brauchen wir sie momentan ja nicht. Boah, Alter. Wo sind die da? Das könnte jetzt dann nämlich dauern. Ich habe mal 4 von den Speed-Dingern rausgemacht. Nein! Doch. Aber du tust die nicht da unten rein. Doch.
Würde mich interessieren, der nukleare Reaktor braucht 3 Reactor Chambers, die sind leicht zu machen. Advanced ist auch leicht, Generator ist leicht. Also den nuklearen Reaktor habe ich schnell gebaut. Der ist quasi in 5 Minuten fertig. Ist auch gut. Das Problem an sich ist dann nicht der nukleare Reaktor. Alter Junge, du hast jetzt nicht das hier unten beschleunigt, oder? Ja, natürlich! Ist ja nicht so. Ja, okay, so verbrauchen wir zumindest den scheiß Cobblestone. Ja, aber brauchen wir nur das 10-fache an Energie. Ja, tun wir. Aber wir kriegen jeweils jede Menge Dust, Scrap Metal. Und Juju damit. Naja, vielleicht können wir es ja wirklich irgendwann mal noch gebrauchen. Ja, was man hat, hat man, ne? Sag ich immer. Wir haben jetzt 64 Scrap Metal. Scrap. Es wird nicht mehr weniger. Wahrscheinlich, was im System sich schon was zurückstaut. Also, sobald eins rausgeht, füllt sich sofort wieder eins nach. Kann es sich in den Rohren stauen? Export? Nee, ins System. Die gehen dann ins System hier rein. In die Chips. Echt? Ja, und sobald dann da wieder eins gebraucht wird, holen sie aus dem Chip wieder die raus und schieben sie wieder da rein. Alter, geil, der Scheiß. Was ich da alles machen kann, was kannst du jetzt mal im System gucken? Warte, Scrap. Wir haben 11 Stück im System, die nicht da reinpassen. So, jetzt baut man dahinter, bauen wir eine automatische Workbench dann hier hin, hier. Die ist in Scrapboxen umwandelt, oder was? Und die in Scrapboxen dann auch rein. Ja, aber das ist uns eigentlich auch schon wurscht, weil schau, wir verbrauchen die so schnell, wie die kommen. Scrapboxen bringen es nur, wenn du ganz viel Scrap hast und ich weiß, wohin damit. Aber wir verbrauchen den ja fast instant. Aber jetzt haben wir schon 13 Scrap. Das sammelt sich, glaub mir, das sammelt sich. Wie viel Erde verbrauchen wir da jetzt eigentlich? Oh, nicht so okay, weg, viel. Weg, 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 weg. Okay, warte mal, so schnell warte mal, verbrauchen ich will, wir. Ich will nur was testen in der Aufnahme. So. So. Weißt du, wir können das ganze Ding ja noch ein bisschen pumpen. Guck mal, jetzt rein. Weg, 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 weg. Das kommt nicht hinterher. Das kommt das System nicht mal hinterher. Wie geil ist das denn? Wie sieht's mit Strom aus? Das ist am Arsch. Strom ist weg. Aber es läuft zumindest. Ne, oben hört man schon die Maschinen leerlaufen. Ne, das ist die hier unten. Das ist ein Recycler, der hier durchdreht. Oben läuft nichts. Die Maschinen oben haben so einen großen Energiespeicher, die laufen einen Stack lang durch und so viel zieht die Query nicht auf einmal raus. Das ist dein scheiß Recycler, der durchdreht. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt hat er das vom System komplett durchdrehen lassen. 32 haben Alter, wir jetzt. Alter, schau mal jetzt rein. Wo? So schnell wie mein System reinschiebt, verarbeitet das Ding. Gut, das ist dann schon zu schnell dann. Da müssen wir ein bisschen langsamer machen. Ja, warum? Die Query kommt hinterher. Alter, unsere Festplatten fangen alles blinken an. Warum denn? Können doch gar nichts, passiert ja nichts. Gut, die haben jetzt ein bisschen mehr Arbeit, also einer geht noch. So, also 6 Stück ist Maximum. Ja, bei 6 Stück sackt er schon wieder fast weg. Genau, also 6 so Stück ist quasi im E-Systembeschleunigung. Mehr geht nicht. Da hüben kann man das ist nicht. Schon heftig. Vor allem, wir verbrauchen jetzt, denke ich mal, schneller Cobblestone, wie der uns bringt. Na, glaube ich nicht. Guck mal, was er reinschießt. Schau mal, was wir wegnehmen. Das System kann da auch nicht schneller rausnehmen, als wir hier reinschießen. In den also, Recycler. Wir haben 10.230 konstant. Ja, eben, wir sacken das Ding ja auch. Wie sonst das? Da passiert nichts. Also, so ist es genau ausgeglichen. Es kommt nicht mehr rein und nicht mehr raus. Hä? Weil wir sind so noch. 7.405. Was? 7.406. 10.007. Ich hab 10.000 in der ersten MK. Cobblestone. Super Cobblestone. Wie kommst du denn da hoch? 7.404. 7.405. Stone. Cobblestone wird. Alter, wir haben 7.000 Cobblestone wird gerade weniger. Er wird weniger! Ja, und wir haben 7000 davon! Und wir haben gleich Stack Scrap im System! Cool, das war jetzt nur zum Test, machen wir es wieder langsamer. Oh, da fällt irgendwas raus! Wo fällt was raus? Da fällt was raus!
Ich sag doch, manchmal fällt dir auf einmal was raus. Ich glaube, wenn es einfach die Dinge überlastet, alles. Nee, die Kiste ist leer. Ja, aber die ist, glaube ich, überlastet mit der Menge, was da reinschießt. Wenn ja, wieder rausgesagt wird. Ich glaube, unser Server laggt einfach aufgrund von meinem System, was das gerade alles für Scheiße gleichzeitig ist. Ja, ich wollte ich gerade sagen. Schon wieder hört. Ich glaube, das ist einfach too much, was wir verbauen. Ich weiß das. Mann, behindert. Move Stack. Nimmt da immer ein ganzes Stack auf einmal raus. Was, kannst du das auch einstellen? Ja. Stack nimmt da immer gleich ein ganzes Stack mit. Also kann unser Ding hier nicht mehr volllaufen. So. Brauchen wir auch nur noch einen. Da. Dann nehmen wir das Ding wieder auf. Da liegt's noch. Halt, stopp, kann ich das hier auch einstellen? Move Stack in den Recycler! Ich kann ganzes Deck kommen, ist dort auf einmal. Gib mal Speed Upgrades. Ihr könnt. Und selbst das sagt er noch weg. Wir können pumpen ohne Ende. Okay, falls wir mal wieder zu viel Cobblestone haben, ne? So, ich stell mal alles auf Move Stack. Nein, stell mal nicht alles auf Move Stack. Das ist bei den anderen Sachen eh alles unnötig. Aber hier ist es zum Beispiel nützlich, bei der Quarry, weil die schissen einfach so viel. Und hier, das Ding, das braucht einfach so viel reingeschissen. Alter, wie das abgeht. Also jetzt können wir doch Scrapboxes machen, oder? Warte mal. Oh, wir haben 71 Scrap im System. Das ist schon mit auf der ersten Seite und arbeitet sich immer weiter nach oben bei den häufigsten Items. Alter, wie wir das wegballern. Und unser Cobblestone wird weniger. Ja, egal. Ganz langsam wird der Cobblestone weniger. Aber dafür geht der Dirt nach oben. Bald hat der Dirt den Cobblestone wieder überholt. Aber schau mal an, was da rechts für Cobblestone. Schau mal in dieses scheiß Pipe-Ding. Wie viel Cobblestone der uns reinballert. Oh. Und es wird weniger. Was? Es brennt? Ja, die Bäume. Ja, du schießt mit dem Binding Laser. Aber oh, ich brenne jetzt auch. Warum? Hä, wo bist du? Ah, was macht der Held, dass der ganze Rubberbahn brennt? Um zu retten, was zu retten ist, Alter. Nein, das ist ja was. Oh scheiße, wir haben die Folge schon ein bisschen über... Da machen wir mal zwei Folgen draus. Die Rubberfarm ist on fire. Ah, löschen. Ja, lass den Baum wegfackeln, der Baum ist scheißegal. Ja, der musste eh weg, also. Lass den Baum brennen. Also gut, ich glaube, versorgt sind wir jetzt mit genug Material. Vor allem Scrap. Und Strom. Also Sven, ich glaube, die Dinger produzieren genug Strom, nur nicht genug auf Lager. Ich glaube nur nicht, dass du dich auf Lager machen kannst. Wir haben 128, 256 EU Output. Wie viel Juju Meter haben wir eigentlich? Oh, wir haben nur. Keine Ahnung, wie viel sind das? Ich kann es nicht sehen. Da könnte das Ding mal ganz kurz aufhören, dort da reinzuballern. Wo? Was machst du denn? What the? Fuck! Der war close. Wir haben den Server abgeschossen wieder. Ja, Server glaub, ist down. Wir haben den Server abgeschossen, Leute. Naja, also Leute, mit diesem guten Aktion zum Schluss haben wir den Server noch abgeschlossen. Ich beende die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal, ne? Servus. Ciao.